Ja, ich bin eigentlich eh jetzt dabei, nachdem ich auch Marketing und E-Wissen studiert habe und auch die WM, haben wir während dem Studium schon vom Event erfahren und sind echt jetzt dabei. Und das ist auch so ein kleines Alumni-Treff, wenn wir sich ja immer intern zusammenschreiben, okay, ob wir sie heute wieder treffen oder heuer halt auf der IBIS Best Practice, weil es auch immer wieder spannende Vorträge sind. Also im Prinzip durch das, dass wir ja MEW-Studenten sind und das im Vorjahr auch schon gegeben hat, die Veranstaltung. Also wir haben gewusst, dass es die Veranstaltung gibt und eben auch durch Facebook haben wir jetzt den genauen Datumstermin, also den genauen Termin erfahren. Und ja, ist halt recht relevant für uns, wir schauen uns das an. Ich habe jetzt noch nicht alle Vorträge gehört, aber eindeutig geht halt der Trend dahin, dass es jetzt nicht nur online und nur offline gibt, sondern dass man das halt integriert, dass jeder an einen Strang zieht, dass man jetzt gemeinsame Ziele definiert. Was halt auch angesprochen ist, was ich auch wieder mitnehme, ist einfach die Kombination aus online und offline, dass das nur überhaupt im Multichannel-Bereich extrem schwierig ist. Und das größte Problem dabei ist eigentlich auch das Unternehmensinterne oft. Also das, was auch angesprochen worden ist in Bezug auf Change Management, das habe ich ja selber im Beruflichen schon erlebt und sehe es ja immer wieder, auch wenn man in andere Unternehmen reinschnuppert oder eben von anderen Unternehmen hört, dass es eigentlich fast überall das größte Thema ist. Und das kann ich mir heute wieder mitnehmen, dass das wirklich so der Fall ist. Ja.